Und herzlich willkommen zurück zu Giovanni in der Lombardei. Ja, unser Land wird. Die plündern das ja gar nicht. Da ich mich ja beim letzten. Also hier, Kommo ist trotzdem am Arsch so. Aber die sind an uns vorbeigezogen. Das ist sehr nett von denen. Freut mich. Ja, also es ist. Einiges landtechnisch passiert. Also Lothringen hat hier Ostfrankreich auseinandergenommen. Kam Bayern an, hat Ostfrankreich auseinandergenommen. Dann ist der Dude aber, glaube ich, gestorben. Ja, genau, der hier. König Karlmann. Geiler Name. Und dann ist das Reich schon wieder in zwei König Adolf, in zwei Dinger gegangen. König Adolf und König Georg. Der ist 7 Jahre alt. Das ist natürlich ziemlich geil fürs Reich. Ja, und unser König hat den Krieg mit Ostfrankreich angefangen. Ja, wir kriegen aufs Maul. Super Krieg. So, ich lass mal laufen. Der läuft hier oben irgendwo lang. So ein kleiner, Alter. Erobert da hier schön der. Sundgau oder was da ist. Ja, oh, ich bin so krass. Hier Sundgau und Breisgau. Geil. Das ist wichtig. Hauptsache Sundgau stirbt. Vor allem, er hat sogar. Hat er mehr Truppen? 2200? Er hat mehr Soldaten. Und er kommt nicht an. Kommo wurde komplett auseinandergenommen. Jetzt ist hier auch noch eine Krankheit. Hier irgendwo. Ich find's gerade nicht. Doch da. Direkt unter mir. Stur. Oh, zornig, rachsüchtig. Ich glaube, unser Sohn wird schon wieder ein richtiger. Boah. Ein richtiger Kleiner, den man richtig hasst. Ah, nee. Gar nicht, er ist halt jetzt zornig. Und vernarbt. Oh. Boah, ist aber geil. Anziehungsmeinung plus 5. Alter, was? Okay. Also ich habe auch eine Name. So, also. Krass. Null Rankspiel, Alter. Ist halt der naivste Mensch auf dem Planet so. Ja, das ist sogar der Typ, dem wir den Krieg erklären können, ne? Arschloch. Hier, guck mal, wie dein Land geradet wird, Alter. Dem könnten wir den Krieg erklären. Aber der hat nichts gegen uns gemacht, also. Ja, machen wir da nichts. Ist jetzt bei 0, aber Gleichheit, ja, jetzt nicht mehr. Ne, verzieht euch. Ja, besser ist es. Oh, der zieht drauf, da könntest du in der Schlacht kommen. Boah, das könnte huge werden. Weil unser Kollege hat mehr Soldiers. Oh, 17er General. Hallo. Ey! So, 17er General. Schwarz. 20. 28. Boah, das könnte gut ausgehen. Pass mal hier auf, da erobern die zurück. Ja, ich würde mal sagen, wir. Ich hätte es mal gerne wieder. Boah, jetzt rücken wir sogar aus. Wow. Oh! Er zieht runter, er zieht runter. Es könnte zu einer Schlacht kommen. Oh! Wir haben gerade irgendeine Nachricht bekommen. Verlöbnis. Toskana, jawohl, jawohl, jawohl. Ich will auch eher die Bündnisse so halten, dass sie halt auch geschichtlich richtig sind. Weil
wenn jetzt der König von England das beste Bündnis ist, würde ich das ja normalerweise so machen. Aber come on, so, wir sind in Italien. So, das ist ja nichts, was passiert wäre. Oder hier in Frankreich dann Bündnis mit hier großen Meeren. Das sind ja alles keine Sachen, die wirklich passieren würden. Deswegen versuche ich das eher im Land zu halten. Oder vielleicht sogar eher. Oh, dieser Guy ist gestorben. Jetzt hat Italien. Jetzt sind wir auch da oben. Okay. Der Krieg ist gewonnen, eigentlich. Ab dem Punkt. Außer er holt halt Bündnis rein. Ich würde mir die Schlacht gerne ansehen. Ja, ich klicke zum Anzeigen klicken. Ich klicke. Ja. Danke. Okay, es kommt auf jeden Fall jetzt zu einer Schlacht und wir erobern noch Kommen zurück, also. Ja, das sollte. Was ist das hier? LOL, die haben wir auch noch da. Okay. Das Heilige Römische Reich könnte in der nächsten Zeit gegründet werden, theoretisch. Das wäre natürlich. Das wäre cool. Los, Jungs! So. Oh, nein, stopp. Fern der Heimat. Eine fremde Person wird mir vorgeführt. Ja, ich würde immer an den Hof holen, oder? Je mehr, desto besser. Ja, ist so. So, jetzt können wir richtig lange an Kontrolle arbeiten. Boah, darauf habe ich. Nee. Ist gar nicht so lange. 2 Jahre geht. Fraktion gegen König Louis erschaffen. Ja, es juckt. What? Der Guy von Lothringen ist gestorben. Aber warum ist er jetzt Lothringen? Hä? Das ist doch unser König. Ja, hat anscheinend den. Boah, was? Das heißt, wir haben bald einfach mal das Heilige Römische Reich könnte easy gegründet werden. Aber easy, easy. Alter. Bruder, und was geht in Frankreich, Alter? Oh nein, Junge, zur Schlacht. Ja, jawohl. Boah. Doppelt so viele Truppen, ey. Oh, da holen sie sich irgendeinen Rando, der so mit in der Army war. Kommt es jetzt zu einer Schlacht? Jetzt hast du ihn, Junge. Nein, du Vollidiot. Hä? Wenn der jetzt wieder nach Kongo zieht, Digga, ich schwöre bei Gott, ich pack den an den Eiern. Ja, besser für dich. Bruder, was? Dieser Krieg ist. Ich weiß es nicht. Ein militärisches Fiasko, aber von beiden Seiten halt, das ist das Ding. Daumen, Junge! Jetzt erobert der Baden gleich zurück. Nee. Breisgau? Ja, bitte. Mach doch was. Mensch. So, ich würde mal hier in Kommo noch etwas bauen. Aber hier können wir verbessern, weil wir haben eine Menge Geld. Ein junger Vermittler. Heute schön. Aha. Ruhig, ruhig. Der kriegt ruhig. Wir sind ja auch ruhig.
Was? Vertreibende Leibeigene. Grafschaft von Lombardei wird hier überschwemmt von Flüchtlingen aus dem benachbarten, aus der benachbarten Grafschaft von Brescia. Angeblich fliehen sie vor der grausamen Herrschaft, die Graf Bertheim von Brescia ausübt. Und sie möchten lieber meine... Oh, geil, Alter. Rechtlich gesehen sind sie immer noch in der Knechtschaft von Bertheim. Aber wenn ich es zulasse, dass sie... Okay. Also, entweder ich bin so gnädig, die Leibeigenen... So gnädig, Alter. Nee, kriegen wir Anspannung. Ja, Bertha interessiert mich nicht. Dann kriegen wir Prestige. Aha, aber nö. Grafschaft von Lombardei für 10 Jahre zusätzliche Leibeigene. Ist mir egal, was er sich denkt, Alter. Was ist so Dresch hier? Oh, könnte sein, dass da ein Konflikt entsteht, dass wir dann Krieg erklären könnten. Brescia, der ist Sadist, Alter, und zynisch. Boah. Alter. Martino wird erwachsen. Oh. Der ist aber schon verheiratet. Wird jetzt heiraten. Wie alt ist sie? Verlobung erfüllt, okay. Der ist, oh, 4 Sterne, Alter, 17. Boah, der ist richtig gut geworden. Holy shit. Weil der hatte eigentlich nicht so Eigenschaften, die für Dings. Ja, jetzt haben wir ein Bündnis mit dem Herzog der Toskana. Das sind meines Wissens nach immer relativ mächtige Herzöge. Innerhalb Italiens. Eines der größten Herzogtümer vielleicht. 1200 Mann. Böse. Auch Sadist. Alter, was ist hier los? Gehöfte in Kombo gebaut. Das ist nur 3,5 Gold jetzt. Ist doch. Ach ja. Italien. Boah, Alter. 5 Jahre. Das ist natürlich kompletter Bruch. Der Krieg. Boah, das ist schon wieder eine Schlacht. Ne? Er verliert die. Joint da noch jemand rein? Ah, gut. Ich dachte gerade, Alter. Das Blatt hat sich gewendet, Junge. Ja, ist jetzt der Krieg. Ist jetzt bei 100 pro... Okay. Holy shit. Holy shit. Bruder, wenn du jetzt nicht Geld sparst, dann weiß ich auch nicht. Er verliert direkt den Krieg. Ja gut, was verliert er da am meisten? Du kannst allgemein mal die Karte anschauen. Also Frankreich... England wurde gegründet unter König Alfred, der gilt ja so auch als der erste englische König, obwohl der England ja nie gegründet hat. Schweden, Alter, es wurden noch nie so viele Länder gegründet. Und jetzt noch das Heilige Römische Reich, also so, dass die KI diese Länder erschafft. Und wenn jetzt auch noch das Heilige Römische Reich entsteht, Digga, dann, also, krass. Das wäre cool. Jetzt können wir 2 Kriege erklären. Pisa. Ja, wie gesagt, ich glaube, das mit den Kriegen, das wird auch weiterhin nichts. Unter unserem Sohn, weiß ich gar nicht, der ist ruhig, ehrlich, zornig. Ich glaube, da wird auf jeden Fall dieser Fürstbischof neben uns irgendwann leiden. Alleine in der Küche. Ja. Oder sättlich, faul, mitfühlt. Ja, wir haben da jetzt keine Eigenschaft, die darauf passt. Deswegen ich einfach mal das nehme, was für keinen Stress sorgt. Ich weiß nicht, muss ich mir noch irgendein System ausdenken. Vielleicht irgendwie würfeln oder so. Aber bis jetzt nehme ich dann einfach das. Erledigt. 4 Gold jetzt fast. Das ist doch. Also für so einen Grafen. Das ist nicht schlecht. Das reicht des Westens. Was? Hat er? No way, Digga. Er hat's wirklich gegründet.
Alter. Okay, jetzt ist es nicht mehr Kampf um Italien. Jetzt ist es fucking Kampf ums Reich, würde ich mal sagen. Holy shit. Jetzt noch Bayern und so Böhmen, Lusatia, dann hat er's. Alter. Kaiser Louis der Große. Wow. Okay. Es seltene habe ich gesehen, dass die KI das Heilige Römische Reich gegründet hat. Ich habe selber, glaube ich, erst so zweimal erschaffen. Ja, innerhalb des... Also jetzt kann man auch easy aufsteigen, so. Wir bräuchten jetzt einen Typen, der so viel Krieg erklärt. Dann, keine Ahnung, gründen wir irgendwie hier Italien oder so. Oder sind einfach mächtig. Dann könnten wir schon zum Kaiser gewählt werden. Ich sag ja nur, wie es ist. Wow. Wow. Krass. Wow. Ich dachte ja, wir sind jetzt noch meilenweit entfernt. Woher hat denn der das Geld? Woher hat der denn das Geld? Minus 1000 Gold. Okay, gut. Das ist natürlich jetzt problematisch, ne? Wow. Ich komme gerade immer nicht so drauf klar, weil es eigentlich nichts ist, was die KI selber schafft. Das Heilige Römische Reich. Euer Lehnsherr? Hä? Sie wurde gewählt? Nee. Nein. Nein! Es bleibt wohl Kampf um Italien. Was passiert hier, Alter? Guck dir diese Drecksform an. Kaiser Siegbert jetzt. Wow. Also, wow. Jetzt sind wir wieder in das Kaiserreich von Italien wurde jetzt geschaffen. Das ist ja... Das ist sie, ja. 19 Verwaltung. Die ist so gute Königin. Also... Ja. Das... Deutsch. Es überschlagen sich die Ereignisse. Keine Ahnung. Wir haben eine Enkelin. Was? Achso, ich habe versehentlich nicht auf mich geklickt. Ich war gerade so, hä? Ist der jetzt Muslim? Ja, unterrichten wir mal. Die ist kränklich. Geil. Super. Alter, hier passieren Sachen. Was ist das? Ist noch nie so spannend gewesen, als ich dieses Game gezockt habe. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, 200 Spielstunden auf Laptop und Xbox. Und jetzt mache ich hier einmal die Aufnahme an. Ich spiele so 40 Minuten. Jetzt ist hier Heiliges Römisches Reich, Italien, England, Dänemark, Schweden. Alter. Jetzt fehlt nur noch irgendwie, dass sich hier so ein preußisches Königreich bildet, Alter. Das habe ich aber auch schon gemacht, das ist cool. Da kratzt mir auch Heiliges Römisches Reich. Alter, ist echt. Boah. Was treibt er so, ist die Frage. Er hat 5000 Mann. Warum wurde der jetzt eigentlich gewählt? Hä? Bruder, wo befindest du dich? Ah, okay. Haupterbe Angria. Das kann ich mir vorstellen, dass die Angria wählen. Aber ich weiß gar nicht, warum das Angria in dem Spiel heißt. Muss doch eigentlich Sachsen sein oder so. Aber ja, Sachsen ist schon, ist hier oben, ist schon relativ mächtig in dem Game. Wow, also... Ja, jetzt hier auch noch Innovation entdeckt. Es ist, ja, es passieren Sachen. Ratseinladung, Alter. Ja, nehmen wir an.
Ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Kampf um Italien. Ciao.